begrüße euch wieder zu einem meiner Videos. Ich, Barbara Berger, Coach, Trainerin und Lerntrainerin aus Wien. Worum wird es heute gehen? Heute geht es um den Zusammenhang Sprache und Mathematik. In unserem Fall deutsche Sprache, weil ich auf Deutsch arbeite und das Video ja auch in Deutsch ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass man sich in Mathematik leichter tut, wenn man in der Sprache, in der man sich auch mathematische Probleme überlegt, gut zu Hause ist, sprachlich gewandt ist. Heißt umgekehrt, wenn ich jetzt mehrsprachig bin oder vielleicht die deutsche Sprache noch nicht so lang kenne, noch nicht lang gelernt habe, und ich soll mich dann in dieser Sprache mathematisch bewegen, kann schon allein deswegen zu zusätzlichen Schwierigkeiten kommen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, verzeiht es, dass ich mal von meinem Spickzettel da ein paar Stichwörter auch ablese, damit ich nicht vielleicht vergesse, was ich euch alles so erzählen wollte. Gut, Deutsch und Mathe. Was ist einmal vordergründig? Ich muss einmal gut lesen können oder einigermaßen gut lesen können. Deswegen lernt man ja in der Schule zuerst einfache Mathematikaufgaben und einmal lesen und schreiben, und dann wird Mathematik auch ein bisschen komplizierter, weil dann geht es auch darum, Angaben zu lesen. Das müssen jetzt nicht nur komplizierte Sachaufgaben sein, aber einfach auch so Dinge wie sortiere die Zahlen, die du da siehst, da Reihe nach und beginne mit der kleinsten. Wenn ich das nicht lesen kann, dann sehe ich viele Zahlen nebeneinander und weiß nicht, was ich tun muss. Was braucht es daher? Es braucht ein Verständnis der Wörter, Vokabeln, aber auch vom Satzbau. Gerade in Mathematik, wenn wir dann bei den Sachaufgaben nämlich sind, ist es oft sehr tricky herauszufinden, was ist der Sinn, was passiert denn da, was steht denn da, was ist denn wirklich alles angegeben, was von den Informationen, die da stehen, brauche ich, welche Informationen sind vielleicht ein bisschen interessant oder um das Ganze zu einer Geschichte zu machen, aber für die Lösung nicht wirklich wichtig. Und in welcher Reihenfolge sind denn die Dinge? Ich gebe euch da ein Beispiel. Bilde die Differenz von 25 und 18 und dividiere das Produkt derselben Zahlen durch eben dieses. Wow, erstens einmal haben wir da schon mathematisches Fachvokabular. Ganz klar, wenn ich nicht weiß, was eine Differenz ist, bin ich da schon einmal sehr aufgeschmissen. Dividieren geht ja wahrscheinlich noch. Das nächste ist dann Produkt. Cool, Produkt in dem Zusammenhang, muss man auch wissen, was es ist. Was mache ich jetzt zuerst und was heißt dann durch eben dieses? Worauf bezieht sich das? Also da gibt es schon sprachliche Dinge, die nicht ohne sind. Ein anderer Punkt ist dann das Thema Sprache und Logik. Da geht es jetzt dann nicht um die Reihenfolge oder ums Fachvokabular, sondern einfach, kann denn etwas sein, kann etwas stimmig sein, richtig sein oder nicht? Zwei Personen waschen ihre Wäsche im Waschsalon. Person 1 an jedem 6. Tag, Person 2 an jedem 9. Tag. Die Frage ist jetzt, wann treffen sich die beiden zum ersten Mal im Waschsalon? Okay, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was man dabei mathematisch können und wissen muss, um das lösen zu können. Aber wenn ich jetzt ein Kind bin, das sich schwer tut und das jetzt sagt, puh, ich probiere mal ein paar Sachen aus, und das ist auch etwas, was ich tatsächlich erlebt habe, also ich erfinde diese Dinge nicht jetzt für euch nur, und sage, okay, 9. Tag, 6. Tag, das sind zwei Zahlen, was könnte ich mit denen machen? Naja, ich rechne mal minus 9 weniger 6, dann kommt 3 raus. Und dann ist die Antwort am 3. Tag. Okay, jetzt einmal unabhängig davon, ob die Minusrechnung eine gute Idee ist oder nicht, hat das Kind dann gesagt, es hat eine Lösung. Sage ich, okay, welche? Ja, sie treffen sich am 3. Tag. Sage ich, bist du sicher? Kann denn das überhaupt sein? Ja, wieso nicht? Das könnte der 3. Tag sein, das könnte der 7. Tag sein, das könnte jeder Tag sein. Also 3. Tag wird wohl auch passen. Naja, nicht wirklich, ne? Weil eine Person geht an jedem 6. Tag, die andere an jedem 9. Tag. Das heißt, 5 Tage lang geht keiner von beiden in den Waschsalon. Daher ist es schlichtweg nicht möglich, dass sie sich am 3. Tag treffen können. Also ein Vorteil ist, wenn ich da schon ganz gut weiß, was heißt denn das,
kann ich dann auch, oder ist es die Grundlage dafür, dass ich meine Antwort auch evaluieren kann? Egal, ja, wie ich jetzt zu dieser Antwort gekommen bin, aber bevor ich die hinschreibe, kann ich ja noch einmal drüber nachdenken. Naja, okay, ich habe da jetzt einen Weg probiert, aber ich bin mir ziemlich sicher, der kann es nicht sein, weil am dritten Tag ist keiner im Waschsalon, also können sie sich dort gar nicht treffen. Und ich habe die Möglichkeit, noch einmal über das Ganze nachzudenken. Ich aber von der Logik her sage, mich stört eigentlich nichts an dieser Idee, der dritte wird schon stimmen, dann schreibe ich das halt als Antwort hin und bin mit dem Beispiel fertig. Apropos Antwort. Antwortsätze ist das nächste Thema. Da gehen wir jetzt vielleicht wieder von der Zeit her ein bisschen zurück, weil das Beispiel mit dem Waschsalon ist ja nicht gerade Volks- oder Grundschulbeispiel. In der Volksschule speziell gebe ich den Kindern immer die Tipps, sag ich, schau her, bevor du einen Antwortsatz schreibst, lest dir mal genau die Frage durch. Wenn da steht, um wie viel Uhr treffen sich die beiden Freunde, dann kann die Antwort nur sein, die beiden Freunde treffen sich um so und so viel Uhr. Ja? Das heißt, bitte, es ist klar, im Deutschunterricht lernt man natürlich andere Dinge, keine Wortwiederholungen, möglichst irgendwie kreativ, möglichst stilsicher oder über eine Geschichte hinweg möglichst variantenreich zu formulieren. In Mathe bei Antwortsätzen tut man das idealerweise nicht. Da antwortet man genau im Stile und vom Vokabular her auf die Frage. Da schauen wir auch von der Vollständigkeit her, wenn dort eine 8 rauskommt, was ist denn die 8? Sind das jetzt Kinder, sind das Stunden, sind das Meter oder Quadratmeter? Was ist da das Richtige? Ja? Und wenn Kinder sich schwer tun beim Schreiben von Wörtern, dann sage ich mir schon her, das wird zwar jetzt nicht extra benotet, aber du musst jetzt gar nicht lange überlegen, wie schreibt man denn das Wort. Du hast ja die meisten oder zum 95% stehen ja die Wörter, die du brauchst, auch in der Frage oder im Text. Da schaust du das Wort, die Wörter einfach an, dann weißt du ja, schreibt man sie groß, schreibt man sie klein, langes I, stummes H, etc. Ja? Also auch wirklich bewusst zu machen und dann auch zu trainieren, was ist denn wichtig, was muss ich denn bedenken, wenn ich so einen Antwortsatz formuliere. Ja, das heißt, ich kann nur den Tipp geben, schaut, dass Kinder, die sich in Mathe schwer tun, überprüft es mal, ob da nicht vielleicht schon auch von der Sprache her ein paar Schwierigkeiten kommen. Schaut, dass euer Kind sprachgewandt ist, gebt ihm verschiedene Dinge zu lesen, sorgt dafür, dass die Unterhaltungen abwechslungsreich sind, dass sich Kinder ausdrücken können, auch ein bisschen in längeren Sätzen selber, nicht immer so in zwei Wortsätzen argumentieren. Ich habe auch schon öfter in Videos erzählt, dass es ganz gescheit ist und ganz wichtig ist, dass Kinder was erklären können. Das geht jetzt nicht darum, dass sie da schon super tolle mathematische Definitionen anwenden. Aber wie machst du so eine Rechnung? Was schaust du zuerst? Was sind die Schritte, die du da machst? Erstens, zweitens, drittens, wie ist deine Überlegung? Wieso glaubst du, dass das richtig ist? Wieso weißt du, dass das nicht richtig sein kann? Dass Kinder einfach auch üben, Sprache anzuwenden. Und sorgt dafür, dass Kinder, wenn sie einen Text lesen, wo sie nicht wirklich hundertprozentig jedes Wort verstehen, da auch wirklich nachfragen. Und nicht sich denken, okay, das Wort habe ich noch nie gehört, aber ist ja hoffentlich eh nicht wichtig, ich fange mal an, da irgendwie mit der Lösung. Gerade so kleine Wörter, dieses je, pro, jeweils, etc., die sind in Mathe halt sehr entscheidend und können manchmal den Unterschied ausmachen, ob die Antwort stimmt oder ob es genau das Gegenteil richtiger wäre. Ja? Gut, wenn euch zu dem Thema noch Sonstiges einfällt, was ich vielleicht jetzt noch nicht abgedeckt habe, dann schreibt mir, dann kann ich gerne auch in Zukunft darauf näher eingehen. Ich bitte euch, liken, subscriben, ring the bell und habe natürlich in gewohnter Weise alles für euch noch einmal auf den Punkt gebracht. Und ich freue mich natürlich auch schon, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wieder mit einem mathematischen Thema, das euch mit Sicherheit interessieren wird. Bis dorthin, alles Liebe, ciao, baba.